Die ersten beiden, die jetzt gesetzt sind, sind nochmal Kurt Bettenhausen. Herzlich willkommen zurück auf der Bühne. Und daneben Dr. Britta Buchholz, sie ist Vorsitzende der Energietechnischen Gesellschaft im VDE und Mitglied des VDE-Präsidiums. Sie hat noch eine zweite Funktion, sie ist eigentlich bei Hitachi für globale Innovationen ganz maßgeblich verantwortlich. Aber jetzt hat sie auch erstmal beim Sprechen diese Mütze auf, es gehen wahrscheinlich beide ineinander über. Sie setzen sich, ihr setzt euch hin, wo ihr wollt. So. Die anderen, die dazukommen, stehen dort oben, wenn es gut läuft, auf den Bildschirmen. Nachher werden Susanne Schömp wird noch mal wiederkommen. Wir werden Dr. Annette Fredriksen erleben. Es wird später Alf-Henrik Wulff, vielen Dank mit Y, er wird dazukommen. Und wir werden Timo noch mal wieder erleben, Leukefeld, der heute auch schon hier zugegen war. Man merkt, die Energie rutscht jetzt weg. Also, direkt zum Thema. Wo ist der Impuls, den Nicole gerade geliefert hat, anschlussfähig? Wenn wir sprechen wollen über die Verantwortung, die die Verbände haben, ich nehme jetzt einfach mal das, wofür ihr hier auf den Stühlen sitzt, um verdammt nochmal, wie hieß es, machen es wie wollen, nur krasser, um das Machen auf die Straße zu bringen und eure Verantwortung wahrzunehmen. Wo ist es anschlussfähig? Ja, vielen Dank. Also ich beginne gerne und... Wir schalten dich gerade, es kommt, der Ton kommt. Ton kommt. Ja, Ton kommt. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Ja, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Und als ich die ETG, also die Energietechnische Gesellschaft im VDE übernommen hatte, die ja eine wissenschaftliche Gesellschaft ist, habe ich genau das meinen neuen Vorstand gefragt. Habe gefragt, was machen wir denn jetzt als ehrenamtliche wissenschaftliche Gesellschaft in einem sehr, sehr starken VDE-Verband? Und von allen Fachbereichen in dieser Fachgesellschaft kam unisono, wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern, wir müssen uns um Ausbildung kümmern, ganz konkret. Das sage ich schon, wir haben auch schon gesagt, was wir machen. Also wir haben ganz konkret gesagt, wir werden dafür sorgen, dass, vorhin wurden Studierende erwähnt, aber dass schon SchülerInnen und noch drunter, also dass junge, sehr junge Menschen sich für elektrische Energie begeistern, weil die All Electric Society kann nur funktionieren, es wurde heute früh schon gesagt, wenn genügend Menschen da sind, die sie umsetzen können. Also junge Leute müssen sich für elektrische Energie auch begeistern, auch das entsprechend lernen, sich ausbilden, entweder als TechnikerIn oder auch als Ingenieurin. Und daran wollen wir ganz konkret ansetzen als einen Punkt. Ganz konkret dadurch, dass man zum Beispiel Schülerpraktika ermöglicht. Also das kann man auch hier im Rahmen der DKE gut sagen. Es ist eine große Hürde zurzeit in der Gesellschaft, SchülerInnen ein einwöchiges Praktikum anzubieten, was sie machen müssen in ihrer Schulausbildung. Und zurzeit machen sie das nicht zur Berufsorientierung, sondern sie machen das dort, wo irgendein Freund, Freundin sie aufnimmt für eine Woche. Wenn wir es schaffen, dass wir IngenieurInnen hier regelmäßig viel mehr SchülerInnen die Möglichkeit geben, mal das kennenzulernen, was Ingenieure tun, dann hätten wir da, glaube ich, schon auch einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Okay, was hat das mit der Anschlussfähigkeit? Geht ja auch wieder auf das Fachkräfte und junge Generation, was wir heute Morgen besprochen haben, zurück. Wo ist da die Anschlussfähigkeit? War das jetzt der eigene Beitrag? Oder gibt es dazu wirklich auch eine inhaltliche Anknüpfung an das, was Nicole Deitelhoff gesagt hat? Und wenn ja, wo wäre die? Also ich hatte das ganz bewusst als erstes von den vielen Punkten, die ich noch sagen könnte, gesagt, weil ich denke, die Gesellschaft, diese Diskussion findet zwischen Kindern und ihren Eltern gerade statt. Also wir haben die Fridays for Future und Jünger, ich bin selbst im internationalen Konzern, war früher sehr, sehr viel unterwegs. Mittlerweile fragen die Kinder ihre Eltern, musst du jetzt wirklich nach China fliegen oder geht das auch irgendwie anders? Ne? Die Diskussion, die Eltern mit den Kindern führen, okay, du gehst demonstrieren und trotzdem soll ich dich zur Schule fahren, das passt auch nicht zusammen. Also das ist eine Sache und zum anderen ist die Schule die ganze Gesellschaft. Also ich denke, in der Schule finden wir die komplette Gesellschaft, das hören wir auch von den Rektorinnen, das ist so. Das heißt, dort finden genau diese Diskussionen auch statt, daher der Anknüpfungspunkt. Und wenn man nur mit wir in unserer Bubble als gut ausgebildete, im relativen Luxus lebende Menschen lebt, dann kommt man ja an die anderen gar nicht mehr ran. Also insofern denke ich, ist auch ein Beitrag. Vielen herzlichen Dank, Britta. Kurt, Anschlussfähigkeit an das, was Nicole gesagt hat. Im Sinne eurer Verantwortung. Ja, unsere Verantwortung in der Anschlussfähigkeit liegt ja allein schon mal in dem Konstrukt, wie wir in unseren westlichen Ländern Standardisierung und Normung organisiert haben.
Wir stehen genau zwischen dem, was wir einerseits als Gesetzgebung auf der politischen Seite haben und andererseits als wirtschaftliche Interessen von den Unternehmen mit dem Ziel, volkswirtschaftlichen Nutzen zu stiften, einen Impact zu haben. Und im Gegensatz zu anderen Nationen machen wir das flächendeckend so, dass wir die Spezialisten entsenden, die sorgen dafür, und da kommen blitzsaubere, grundsolide, fundierte Vorlagen raus für die Politik, auf deren Grundlage sie entscheiden kann, wenn sie will. Also diese Anschlussfähigkeit, die ist bei uns schon im Strickmuster drin. Jetzt kommt aber gleichzeitig der Anspruch an uns, und da müssen wir mit Sicherheit noch ein bisschen streiten in Zukunft. Sind wir schnell genug? Liefern wir genügend Substanz oder lassen wir anderen den Platz frei, durch zum Beispiel Regulierung Positionen zu besetzen, weil wir nicht schnell genug oder nicht gut genug sind? Und da werden wir uns regelmäßig hinterfragen müssen, werden wir unseren eigenen Ansprüchen gerecht? Und wenn wir das tun, dann werden wir den Impact auch haben. Und Leute, ich mache das immer ganz gerne in Beispielen. Ich darf uns ja auch vertreten in diesem deutschen Strategieforum für Normierung und Standardisierung. Alles das, was wir machen im Bereich der Roadmaps, was wir an Commitment auflegen, das ist toll, das ist solide, aber das hat in meiner Welt Härtegrad 2 von 5. Und wie kommt ihr zu 5? Und den 5, den müssen wir machen. Und da sind wir wieder beim Zitat von Gunter Kegel, das du schon weggenommen hast, hervorragend. Ja. Wir müssen Pläne machen, wie wir bei der Umsetzung dabei sind, damit wir diesen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Aber was heißt es übersetzt? Beispiele. Nicht nur das Papier. Partner suchen, mit denen Dinge realisiert werden können. Auch Partner, mit denen wir vielleicht Berührungsängste haben. Ich nehme eines der Beispiele, Leute, sorry, da bin ich jetzt mal so ein bisschen parteiisch. Wir haben da hinten ein Beispiel, das eigentlich nicht in unserer Form der Normierung entstanden ist. Mhm. Die IDTA als Träger für die Asset Administration Shell, das ist eine konsortiale Standardisierung. Aber die sind super schnell. Die haben uns eine Vorlage geliefert und die haben gleichzeitig den Plan offengelegt, das geht in die IEC und das wird da verankert und das wird auf der konsensualen Seite weitergeführt. Das ist ein Modell, das ich in dieser Form persönlich, vielleicht fehlt mir auch einiges an Erfahrung, das erste Mal in dieser Konsequenz erlebt habe und ich halte das zielführend. Einfach machen. Okay, darf ich, bitte, Britta. Ja, der Stuhl ist frei übrigens, jederzeit herzlich willkommen, ne? Der bleibt frei, solange ihr nicht kommt. Ich hätte zu der Rolle Verbände, was Sie hier leisten können und müssen, in Anknüpfung, was gerade kam. Es ist ja so, dass man in Verbänden diese einmalige Chance hat, auch innerhalb der Industrie Dinge vorwettbewerblich und schnell voranzubringen. Und deswegen sind Verbände wichtiger denn je. Und im VDE haben wir ja gerade Industrie, Netzbetreiber, Wissenschaftler an einem Tisch. Und da kann man schneller sein als Politik in Dingen, die nicht unbedingt die Politik tun muss. Also man kann, das wurde vorhin auch erwähnt, man kann die Industrie hier praktisch ihren Raum geben, um schneller Dinge voranzutreiben, okay, die vorwettbewerblich sind. Und das, denke ich, ist auch eine ganz wichtige Sache, warum Verbände heutzutage noch wichtiger sind denn je und auch vor allem internationale Verbände. Der VDE ist ja auch nicht alleine da in Deutschland, sondern auch mit entsprechenden internationalen Schwesterverbänden. Solche Dinge muss man zum Teil auch gleich international anpacken. Okay, da habe ich eine Nachfrage dazu und wir hören da nachher wahrscheinlich weitere Stimmen und Perspektiven. Noch eine Nachfrage. Wo bleibt ihr in diesen Verbänden? Also wir versuchen uns ja jetzt so ein bisschen ehrlich zu machen auf diesem Schlusspodium. Ich habe ja carte blanche, ich komme von außen. Wo bleibt ihr unter den Möglichkeiten in der Verbandsarbeit, wo ihr das noch mehr on top auf, was du schon gesagt hast, nutzen könntet? Ich weiß, da gibt es kartellrechtliche Auflagen, das wird alles ganz krass gescreent und so. Was unter sauberen Methoden mehr ausgenutzt werden könnte, jenseits dessen, was ihr schon gesagt habt? Also wir haben, also da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Aber versuch's mal zu kondensieren. Genau, also wir besetzen ja in der ETG, auch in der DKE, sucht man sich ja Themen raus und sagt, was müssen wir tun, um die Energiewende zu beschleunigen? Wir hatten jetzt gerade einen ETG-Kongress genau zu dem Thema. Und ich sag mal, wenn sich jetzt die verschiedenen Unternehmensvertreter mit Wissenschaftlern und entsprechend Wirtschaft zusammensetzen und sagen, wir unternehmen jetzt etwas zusammen, eben in dem zugelassenen vorwettbewerblichen Feld, mhm, dann kann man mit der Macht dieser Konzerne, sage ich mal, und des Mittelstandes zusammen hier in Deutschland schon etwas auf die Straße bringen. Wenn man sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung, das ist eine Art Marktvorbereitung, weil wir haben ja alle verstanden, die Gesellschaft hat ja auch noch nicht alles verstanden. Also auch die, die es umsetzen müssen, müssen zuerst mal
aufgeklärt werden, nenne ich es mal. Also man muss diese All Electric Society ja erstmal erklären. Also man muss erstmal sagen, warum machen wir das Ganze? Das ist ja kein Selbstzweck. Also der Zweck ist ja, CO2 zu reduzieren, den Klimawandel zu bremsen. Und wenn man mit geballter Kraft diese Botschaften besser unter die Leute bringt, kann man dann auch mit geballter Kraft umsetzen. Mhm. Also wir brauchen im Zeitplan, wir können nicht mehr warten, bis einer irgendein Projekt plant und dann erst fängt der andere zu produzieren und so weiter, sondern man muss diese gesamte Choreografie, sage ich mal, gemeinschaftlich planen und dann kann man schlagkräftiger umsetzen. Ja, da sind wir genau bei dem Punkt. Einen Technologiedemonstrator verbietet uns niemand, auch kartellrechtlich nicht. Genau, das ist zum Anfassen. Sollten wir machen. Das ist gemacht, das ist aufgezeigt, da entstehen Fehler. Wir haben alle wahnsinnig viele Fehler gemacht und es ist deutlich mehr als ein Showcase. Na, zu gerne, Herr Rolle. Total willkommen. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Anfassbar machen, damit Begreifen möglich wird. Papier ist geduldig, Papier ist viel. Können wir viel machen, mehr konkreter realisieren. Im Sinne der Anfassbarmachbarkeit, wir haben zwei Sachen. Zum einen läuft die Zeit da ab. Das sind 45 Minuten in weiß. Das seht ihr manchmal auf diesem Screen. Die läuft ab und wenn sie vorbei ist, ist die Zeit um dieses Panels. Das Zweite ist, wenn jemals irgendjemand von denen hier in diesem Hexagon eine These hat, die wir ans Publikum weitergeben wollen, können wir fragen, stimmt ihr zu, stimmt ihr teilweise zu oder gar nicht zu? Also wollte ich nur noch mal als Möglichkeitsraum. Jetzt Ladies first oder nicht Ladies first? Sie war zuerst. Oder das Publikum? Das ist schwierige Frage. Publikum zuerst. Nee, Publikum zuerst. Bitte. Also können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name. Am liebsten so. Mein Name ist Ingo Rolle. Ich bin früherer Mitarbeiter von der DKE, kenne auch viele hier aus diesem Saal. Und ich bin jetzt Rentner und gleichzeitig Lehrbeauftragter an einigen Universitäten. Also meine These ist, dem Thema Energiespeicherung wird nicht die notwendige Ernsthaftigkeit gewidmet. Das trifft zu, einmal für uns als Ingenieur-Community, aber auch für ganz Deutschland. Ja. Wir wissen, dass die Energiewende ohne Energiespeicherung nicht funktionieren wird. Wir reden seit ungefähr 20 Jahren darüber. Es wurde eigentlich noch nichts Gescheites gemacht, obwohl wir eigentlich schon mal was hätten demonstrieren können. Und jedes Projekt hat sein Zeitfenster. Wie gesagt, wir reden so ungefähr seit 20 Jahren jetzt über die Energiewende. Ich fürchte, dass sich das Zeitfenster demnächst schließen wird. Die Leute wollen dann vielleicht nichts mehr davon hören, weil sie irgendwie andere Sorgen haben. Ja? Und dann haben wir eigentlich gar nichts geschafft. Also meine Frage ist, warum machen wir nicht sofort was und warum haben wir eigentlich noch nichts gemacht? Warum machen wir, und wer ist wir? Wen meinen Sie jetzt mit wir? Ich meine, unsere Industrie. Aha. Und auch mit der Hilfe der DKE, ja. Okay, wenn jemand darauf antworten will, sonst sammle ich erstmal noch vielen herzlichen Dank. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass mal ein paar Pumpspeicherwerke gebaut werden oder ein paar Batteriespeicher und das in die Landschaft gestellt wird, ja, dass mal konkrete, anfassbare Antworten. Da sind wir wieder bei Timo, der kommt auch gleich sicher nach oben, im Sinne der anfassbaren Lösungen. Nicht immer nur quatschen, sondern Lösungen zeigen, das hatten wir vorhin auch im Vorgespräch. Es läuft ja, jetzt wird einfach der Stuhl gekapert vom Publikum, ich liebe es. Ja, jetzt geht der Chef runter, so haben wir uns das genau vorgestellt. Aber die Verantwortung bleibt oben. Super, also jetzt erstmal du. Bitte, Annette, sei doch so lieb, stell dich, du hast auch zwei Mützen, Ehrenamt und Job. Genau, Annette Friedrichsen, mein Name, ich arbeite bei der Robert Bosch GmbH und in meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich bei der DKE und leite die Next Generation DKE, was sozusagen das Programm ist, wo wir versuchen, die Normung etwas jünger zu machen. Gelingt euch das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten, weil es gibt keine Statistik auf diesem Gebiet. Weder bei der DKE noch bei Cenelec noch IEC haben Statistiken zu dem Altersdurchschnitt von Gremien. Das ist ein Punkt, der mich auch stört. Würdest du denn gern mitgeben, dass ihr sowas braucht? Ich meine, Forschung kostet ja Geld. Ja, aber es, wenn man sich Initiativen überlegt, ist es ja auch wichtig zu schauen, bringen die was? Habe ich einen Nutzen davon? Und das kann ich eigentlich bestenfalls quantifiziert. Hier könnte man es sogar sehr gut quantifiziert darstellen, aber man muss halt die Statistik haben, die wir aktuell nicht haben. Okay, aber das war nur die Vorrede. Du bist ja hier hochgekommen, wir machen es krasser als wollen. Wie erzeugen wir Impact? Am besten gestern und von wem reden wir, der es machen soll? Also, ich würde gerne den Punkt hier aufgreifen, die Wichtigkeit der Verbände, die ja eben schon auch angesprochen wurde. Und ein Verband ist meiner Meinung, oder auch eine Organisation, ist meiner Meinung nach immer nur so gut wie die Menschen, die ihn ausmachen. Und da müssen wir halt wirklich darauf achten, dass wir dort alle mitnehmen. Wir sagen auch immer, wir müssen gemeinsam die All Electric Society, nur gemeinsam können wir sie stemmen. Das heißt, hier müssen wir eine Diversität schaffen und
speziell jetzt für die Normung gesprochen, reden wir immer von den interessierten Kreisen. Da reden wir von Herstellern, Verbrauchern, Testhäusern, Behörden und so weiter. Aber das ist nicht das Einzige, was wir brauchen. Meiner Meinung nach brauchen wir auch eine Diversität im Sinne von fachliche Diversität, kulturelle Diversität, Gender Diversity und eben, wo ich jetzt gerade hierfür stehe, für die Next Generation, eine Altersdiversität. Und auch nur dann wird der Verband lebendig. Und um natürlich diese Altersdiversität auch zu schaffen, muss der Verband oder die Organisation attraktiv sein, sie muss begeistern und sie muss motivierend sein, für die jungen Leute dort mitzumachen. Und daran müssen wir arbeiten. Und was ich hier vor allem sehe, ist, die All Electric Society ist eine sehr schöne Vision. Es ist ein super Bild. Aber wir reden sehr, sehr viel darüber. Ist sie wirklich greifbar? Wenn ich mir dann anschaue, den Timo Leukefeld, wo er steht da schon, sitzt da schon. Genau, er redet wenig darüber, er macht einfach, er baut die Häuser und sie funktionieren. Okay, wir sammeln noch mal ein bisschen weiter. Also kritischer Widerspruch ist auch erlaubt, Stühle haben wir nicht mehr, aber im digitalen Raum geht's auch, wie auch immer. Also machen nicht nur immer reden. Jetzt kommt Ihre Stimme auch noch dazu. Stellen Sie sich netterweise kurz vor. Gerne. Mein Name ist Bernhard Rill, unter anderem vom Bundesverband Energiespeichersysteme. Kann ich auch ein bisschen was dazu sagen? Es werden natürlich massenhaft Energiespeicher gebaut, spezielle Energiespeicher im Bereich Batterien. Pumpspeicherkraftwerke fängt man wieder an, nachdem es sich lohnt. Es gab sehr viele Widerstände. Wir beschäftigen uns mit allen Arten von Energiespeicher, egal ob es Wasserkraft oder Wasserstoff und so weiter. Aber es wird was getan, aber es muss sich natürlich für die Industrie lohnen. Das heißt, es muss immer ein Business Case dran sein. Ja, da sind wir wieder bei dir. Ja. Und wenn kein Business Case da ist, dann wird keine Industrie irgendwas unternehmen. Bei ihm ist ein Business Case dahinter, das passt. Er hat natürlich jetzt einen Mordsaufwand erstmal gemacht, aber er hat gezeigt, es gibt einen Business Case. Und man muss erst den Business Case zeigen, bevor man wirklich was baut. Sonst macht das keiner. Sonst muss man was investieren, sonst muss die Politik wieder Geld ausgeben und dann wird wieder Geld ausgeben für Sachen, die keinen Business Case dahinter haben, wo man Pilotprojekte baut und so weiter. Okay, ich hätte es jetzt mit einer Frage übertragen, aber Timo. Timo Leukefeld. Also das, was wir jetzt 20 Jahre machen, ist reden, Verbändearbeit erklären, protestieren und so weiter. Und das Ergebnis im Energiebereich, wenn wir über die Energiewende reden, ist, dass Deutschland einen Anteil an erneuerbaren Energien von 19,9% hat. Das ist das Ergebnis. Im Durchschnitt? Ja. Ja. Wir kaufen also 80% zu. Ja. So, und die Frage ist ja, ob wir das nicht einfach anders verpacken müssen. Also wir haben ja sehr viel mit Investoren zu tun. Und wenn ich versuche, Investoren das zu erklären und das näher zu bringen, zu motivieren, das Soziale, das Ökologische, haben sie keine Chance. Und ich habe dann einfach mal 3 Jahre Weiterbildung gemacht im Immobilieninvestmentbereich. Das war teilweise der Horror, wirklich anstrengend. Und dann ist mir aber klar geworden, dass wir die Zielgruppen, die ja investieren sollen und den Business Case machen, dass wir die völlig falsch angesprochen haben. Und dann haben wir das einfach rumgedreht und dann bin ich eben gefragt worden von den Immobilieninvestoren, bring doch mal deine These vom Nutzen her, vom Business Case in einem Satz auf den Punkt. Mhm. Ich sage ja, wenn ihr das so macht, habt ihr 1,5% mehr Rendite. So, und da sagen die, jetzt geht's los. Und wir packen einfach rein, die Ökologie, das Soziale, das kriegen die einfach mit. Geht gar nicht anders. Und plötzlich wird ein Projekt nach dem anderen. Wenn ich dort angefangen hätte zu reden, moralisierend, Gremienbildung, also mich zum Beispiel kann man jagen mit Gremienarbeit, bin ich völlig ungeeignet. Aber dann ist irgendwas nicht attraktiv genug. Nee, also wer ist jetzt schuld daran? Der Verband? Oder ist er nicht verantwortlich dafür? Jemanden wie dich schwierig zu ködern? Also ich war noch nie mein Leben fest angestellt. Ich bin, glaube ich, auch für so eine Arbeit völlig ungeeignet. Ja, vielleicht. Okay, wir bohren lieber da, wo es passt. Wolltest du noch was dazu sagen und dann Susanne? Also vielen herzlichen Dank für den Einwurf. Ja, ja, Sie können auch gerne noch mal wiederkommen. Ja, danke. Vielen Dank. Ebenso, vielen Dank. Und danach Susanne, ja. Ja, ich finde den Punkt auch nochmal sehr wichtig, dass man die Leute nicht damit überzeugt, dass man ihnen sagt, das ist wichtig, kommt in die Gremien, sondern dass einfach durch das Bestehen selbst
die Attraktivität gegeben ist. Wenn man mitbekommt, dass andere, die da mitmachen, einen Impact dadurch generieren können, dass die Arbeit dort wirklich innovativ ist, dass man damit was mitgestalten kann, dann braucht man da gar nicht so viel Werbung machen, sondern die Werbung ist eigentlich der Multiplikator über alle Leute, die darüber reden. Dafür muss aber meiner Meinung nach gerade in der Normung noch einiges getan werden, da zum Beispiel, ich erwähne jetzt nur mal, die IT-Tools nicht wirklich zeitgemäß sind, die teilweise in der Normung verwendet werden. Und wenn mich die Leute fragen, ja, wie arbeitet ihr denn da genau, und ich denen das wirklich erzähle, ja, dann kann ich gut verstehen, dass sie also aus deiner Generation, denen du was erzählst. Ja. Welche IT-Tools, ich will es nicht zu kleinteilig machen, aber was funktioniert zum Beispiel nicht so, wie du es dir wünschen würdest? Ich gebe ein Beispiel, aber es gibt viele davon. Ich gehe jetzt mal nicht auf die DKE, sondern auf die europäische Normungsorganisation CENELEC. Da gibt es bisher immer noch kein Anmeldesystem für Meetings. Das heißt, jeder Kindergeburtstag oder jedes Dorffest hat ein besseres Anmeldesystem. In der Normung läuft das Ganze so, dass ich leite ein europäisches Normungsgremium, ich schicke eine Word-Datei an alle Experten, die füllen diese Word-Datei aus, dann drucken sie sie aus, dann unterschreiben sie sie, dann scannen sie sie ein, dann schicken sie sie an ihre nationalen Normungsorganisationen, die drucken sie aus, die machen einen Stempel drauf, scannen das wieder ein und das Ganze kommt zu mir. Ich schreibe dann die Namen da wieder draus ab und die E-Mail-Adressen in eine Excel-Liste und dann habe ich eine Anmeldeliste. Und ich meine, das ist nicht zeitgemäß. Ich wusste nicht, dass man hier wasserfeste Wimperntusche braucht. Also wirklich unglaublich. Okay, danke für so viel Konkretion auf diesem Panel. Wir versuchen konkret weiter zu bleiben. Du bist Gast seit heute Morgen. Ist ja keine interne Creature. Timo, herzlichen Dank. Du kannst wiederkommen. Was geht in deinem Kopf rum? Ganz viel. Ich wollte aber tatsächlich auf Timo antworten und jetzt machen wir es einfach so. ich glaube, ja, auf jeden Fall braucht es konkretes Handeln und es braucht auch Business Cases, die hinter Ideen stecken. Und wir als Organisation verzichten darauf, an uns mit unseren Worten zum Beispiel irgendwie Nachhaltigkeit zu verwenden, weil das einfach mittlerweile so eine krasse Konnotation hat. Und eigentlich steht dahinter, als Unternehmen nachhaltig zu werden, zukunftsfähig zu bleiben, was natürlich eine viel schönere Konnotation hat. Ich glaube aber, es braucht trotzdem diese Vision, also Anfassbarkeit auf der einen Seite, konkrete Projekte. Ich glaube aber trotzdem, Menschen zu überzeugen, in ein bestimmtes Wertesystem mitzunehmen, ist auf jeden Fall gerade Zahn der Zeit oder das, was wir alle versuchen sollten zu tun. Und ich glaube, die Transformation funktioniert nicht ohne eine Vision von zum Beispiel All Electric Society. Die Vision steht voran und dann kommen wir in das Machen und wir müssen aber alle mitnehmen. Aber darf ich vielleicht ganz und vielleicht mit meinem Blick in Ihre Richtung, darf ich nochmal fragen, All Electric Society ist ein englischer Begriff für all diejenigen, die da draußen kein Englisch sprechen, vielleicht nicht unbedingt inklusiv gedacht. Wir reden heute so viel über Zuhören und Inklusivität und so oder Inklusion. Welche Vermittlungsarbeit müsste ernst genommener werden? Ich frage jetzt sozusagen mit der großen Verbandsbrille auch und der internationalen Perspektive. Vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, wie viele Sie sind. Mein Name ist Alf-Henrik Wulff, ich bin der VDE-Präsident seit Beginn dieses Jahres. Ich war es schon mal für die Älteren unter uns, die wissen das. Ja, aber vielleicht zu dem Punkt zu kommen, All Electric Society, was heißt das übersetzt? Es heißt eigentlich, dass all das, was elektrisch gemacht werden kann, elektrisch gemacht werden wird. Weil elektrisch die beste, die am besten steuerbare, die am besten beeinflussbare, die am besten, die höchst flexibelste und auch die edelste Energieform ist. Wir sagen immer, das ist der Champagner der Energiewende. Ist das ein Vermittlungsbild? Ich finde das gut. Also aber Champagner ist teuer. Champagner ist echt teuer. Elektrische Energie ist auch teuer. Aber sie bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und aufgrund dieser Flexibilität gehen wir in diese Richtung. Das können wir eigentlich an allen Aspekten sehen, die wir uns. Sie können eigentlich jeden Bereich der Technik anschauen, den Sie möchten, und Sie finden den Anstieg der Elektrizität überall. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal an Sie. Diese All Electric Society als Champagner der Energiewende verstanden aus Ihrer Perspektive,
Was tun Sie in Ihrer Verantwortung, damit wir angesichts der gebotenen Dringlichkeit, aber trotzdem mit der Langfristperspektive, wir haben heute, wie haben wir das gehört, mit Natur, da waren doch diese zwei Begriffe heute Morgen, Kapital, Natur und Sozialkapital, die Dinge auf die Straße kriegen, indem wir dieses Kapital berücksichtigen und ernst nehmen, dass wir es nicht reduzieren, sondern mehren. Was tun Sie dazu, ganz konkret? Der Verband setzt sich massiv dafür ein, dass diese Innovationen möglich werden mit den Ressourcen, die der Verband mit den Mitgliedern der hat und mit den übergreifenden Fähigkeiten und den übergreifenden Möglichkeiten, die der Verband hat. Und das zeigt sich eigentlich in allen Aspekten der Tätigkeit. Ich will nochmal auf diese Grundsätzlichkeit der Normung zurück. Warum machen wir denn überhaupt Normung? Wir machen doch Normung deswegen, damit ein Markt entstehen kann, damit Produkte verschiedener Hersteller untereinander kompatibel sind, lösungskompatibel sind, damit überhaupt Skalierung, Sie haben das so schön gesagt vorhin, damit Skalierung entstehen kann. Das ist eigentlich der entscheidende Driver. So wichtig es ist, innovativ zu sein, und das ist eine zwingende Voraussetzung, und auch mal die Grenzen zu durchstoßen, um Innovationen zuzulassen. Wenn wir Märkte haben wollen, die untereinander kompatibel sein müssen, damit sie Skalierung erreichen, damit untereinander kommuniziert werden kann, damit ausgetauscht, mit Daten ausgetauscht werden können, ist Normung relevant. Und das ist eine Rolle, die kann nur übergreifend wahrgenommen werden. Und deshalb finde ich es, ich war letztes Jahr auf der IEC-Tagung in San Francisco und ich war zutiefst beeindruckt zu sehen, dass dort 200 deutsche Firmen gewesen sind in San Francisco. Alle diese Firmen nehmen diesen Aspekt extrem ernst, engagieren sich, um das voranzubringen. Das halte ich für ein ganz gewichtiges Argument. Jetzt frage ich mich, also Sie beiden haben sich ja hingesetzt, weil Sie was sagen wollten, was anschlussfähig ist oder ganz was Neues? Ganz ja, was bitte. Neues. Ich bin Einzelkind, egoistisch, nehme das erstmal für mich in Anspruch. Total, wir brauchen auch Einzelkind, wir brauchen alle. Das wird auch leider ein harter Bruch und ich muss auch relativ schnell raus, weil total meine DB jetzt schon wieder Verspätung hat. Total, also, ich würde mal ein anderes Thema aufgreifen wollen, und zwar Geld. Also, was wir feststellen, ich bin seit über 10 Jahren in der Standardisierung im TC 120 vom IEC, und wir stellen halt immer mehr fest, dass die Gegenfinanzierung für die Mitarbeiter in solchen Gremien, gerade wenn es um internationale Dienstreisen geht, uns fehlt in Deutschland. Wir haben einen massiven strategischen Nachteil, weil die gesamte uns umgebende Welt, Asien, China zum Beispiel, massiv mit Fachpersonal in diesen Gremien sitzt. Die können auch überall mit hinreisen, dominieren mehr oder weniger auch diese Gremien mit ihren Beiträgen, können im Prinzip über Abstimmungsverhalten diese Themen in alle möglichen Richtungen bewegen. Und es braucht halt, ich sage mittlerweile, einen strategischen Ansatz der Europäischen Union, vielleicht auch erstmal auf nationaler Ebene, wo diese Reisen bezahlt werden. Denn Herr Rill kenne ich jetzt auch schon über 10 Jahre. Der war noch nie mit auf so einer Plenary-Reise gewesen. Ich habe ihn noch nie im Ausland gesehen. Das gilt auch für andere Mitglieder in unseren Arbeitsgruppen. Okay. Weil sie finanziell das nicht hinbekommen. Wir als große Firma schaffen das, das ist kein Problem. Aber wir brauchen, glaube ich, und das ist ein Appell an das Management auch, wir brauchen diese Wahrnehmung, dass wir Normung auch finanziell unterstützen müssen. Sonst bekommen wir hier keinen Fuß mehr auf den Boden, weil uns das quasi von Asien weggenommen wird. Okay, müssen wir zum Thema... Müssen wir, gerade weil Sie auch noch hier sitzen, müssen wir zum Thema internationale Netzwerke, internationale Gremien, Herausforderungen, dass wir trotzdem gehört werden können oder weiter, muss da noch irgendwas anderes außer der Kostenfrage auf den Tisch? Ja, es ist nämlich ganz wichtig, dass nicht nur die Großfirmen vertreten sein können, sondern auch der Mittelstand. Und der Mittelstand kann sich das normalerweise nicht leisten, Personen hier abzustellen. Das sind alles Kosten, die fehlen in der Produktion, die fehlen im Engineering, die können das nicht abstellen. Wenn das bezahlt werden würde, zumindest ein Teil der Kosten übernommen werden, dann wäre das wesentlich besser. Okay, ist angekommen. Britta. Ja, also ich bin ja auch im internationalen Konzern und insofern bringe ich auch in die ETG ein, dass wir, wie wir es auch in jedem Konzern machen, der international agiert, nehme ich an, wir müssen auch in der ETG, im VDE, in der Normung, wenn wir beginnen, etwas zu entwickeln, darauf achten, dass das Produkt dazu oder die Handlungsempfehlung dazu auch außerhalb Deutschlands wirkt, weil Deutschland ist zwar unheimlich reich, auch einflussreich, aber es ist zu klein, um diese Skalierung und den Weltmarkt hinzukriegen. Also das heißt, bevor wir irgendwas hier anfangen in Deutschland, sollten wir immer den Blick auf die Welt werfen. Ganz oft ist es so, dass die Welt
weniger hohe Standards braucht als wir in Deutschland. Genau. Früher war das so, dass je sicherer, desto besser. Ich rede auch, also in Sicherheit Menschen gegenüber überhaupt keine Frage, aber wir haben manchmal 2 oder 3 doppelte Böden, die nicht international tauglich sind. Und deswegen ist ein ganz dringender Appell von mir in Deutschland, im VDE, in allen Ecken immer auch gleich zu schauen, was davon ist für die Welt tauglich. Mhm. Darf ich? Vielen herzlichen Dank, Britta. Klaus-Peter Breetz. Ja, vielen Dank. Also gut, mein Name ist gefallen. Ich war bis vor etwa 1,5 Jahren hauptamtlicher Referent bei der DKE für das Thema EMV, elektromagnetische Verträglichkeit, was im Übrigen zwar so ein bisschen Hintergrundthema vielleicht ist, nicht so sichtbar, aber auch einen Beitrag dazu leistet, dass die ganzen Systeme, Geräte, Anlagen, Dienste und so weiter funktionieren, ohne sich gegenseitig zu stören. Und das wird auch bei der All Electric Society eine Rolle spielen. Man wendet Felder an und so weiter, kommuniziert sehr viel und so weiter. Und wenn das dann gestört wird, zum Beispiel diese Kommunikation, dann funktioniert es vielleicht nicht. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier sagen wollte, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass ich zum einen finde ich, dass diese Veranstaltung der DKE sich gut entwickelt hat. Und wenn jetzt das Thema Klima ja das große Thema ist, was ja auch ein großes Thema ist, wo wir mit vielen Problemen und weltweit großen Problemen, Herausforderungen rechnen müssen und es wohl anzunehmen ist, dass auch große technologische Umwälzungen passieren müssen und das schafft ja auch viele Ängste. Also viele Leute haben da eben auch einfach Angst, stellen sich die Frage, wie sieht es dann in ein paar Jahren für mich aus? Habe ich da meinen Job noch? Kann ich mich noch finanzieren? Komme ich noch mit der Technik zurecht und vieles anderes? Und um diesen Ängsten entgegenzuwirken, da finde ich, gibt es natürlich viele Leute, die das versuchen können und der VDE gehört nach meiner Ansicht auch dazu oder auch die DKE, die eben hier ihre Beiträge leisten können. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, warum hat sich dieser Kongress nach meiner Ansicht gut entwickelt, weil nämlich auch Expertinnen, Experten und Leute hier geredet haben auf der Bühne, die aus Bereichen kommen, wo ich würde mal sagen, ich bin ja über 30 Jahre bei der DKE gewesen. Und ich würde mal sagen, vor 30 Jahren hätten wir die hier nicht auf der Bühne gesehen, auch nicht vor 25. Aber seit 15 Jahren, sagen wir mal, sehen wir immer mehr solcher Leute hier. Und das begrüße ich sehr, ob die jetzt vom Nachhaltigkeitsinstitut kommen, vom Club of Rome oder sich klimaschutzmäßig engagieren in den Fridays for Future oder die Dame von der Hessischen Friedens- und Konfliktforschung, dass eben all diese Stimmen hier eingebracht werden, auch den VDE zum Nachdenken bringen, dass dann wiederum das umgesetzt werden kann, auch in Erkenntnisse und in Agieren. Und wenn der VDE da dann eben entsprechend kompetent agiert, niemanden ausgrenzt und es mit beiträgt, dass wir es schaffen, dass alle Leute letztendlich auch zu ihrer eigenen Überzeugung machen. Ja, da muss was passieren. Wir müssen hier umstellen. Mhm. Wir können nicht unser altes Leben, unseren alten Trotz so weiterleben, wie wir das bisher immer gemacht haben. Wir müssen vielleicht auch mal eine Gewohnheit ändern und wir müssen halt auch daran interessiert sein. Wir müssen das wollen. Und da kann der VDE, meine ich, auch seinen Beitrag leisten. Da, finde ich, hat dieser Kongress eben auch beigetragen. Okay, vielen herzlichen Dank für diese Wertschätzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie Sie möchten. Sie kommen gleich dran. Ich habe nur noch eine Rückfrage an Nicole Deitelhoff mit 2 Gedanken im Hinterkopf. Das eine ist, von Ihnen kommt Wertschätzung. Im digitalen Raum kam zum Beispiel auch nur ein Kommentar über jemand, der gesagt hat, jetzt ist wieder, ich übersetze es jetzt in meinen Worten, nach dem Motto, alte weiße Männer werden hier nicht gehört, jetzt wieder nur die Frauen unter sich. Und das ist auch ein Grund für das Erstarken der AfD. Es war ein bisschen anders geschrieben, aber sinngemäß versuche ich das jetzt zu kondensieren. Das heißt, wir haben solche Stimmen der Wertschätzung, die es toll finden. Wir haben andere, die aber sagen, ey, das geht in die falsche Richtung. Passt auf, was ihr da macht. Und sich ausgegrenzt fühlen. Das ist das eine. Wie sollen wir dazu kommen, dass wir miteinander streiten und schmirgeln und nicht übereinander so reden? Ja? Das ist das eine. Und die zweite Frage, die ich an Sie habe, ist, sind Angst und Furcht, deswegen, das haben Sie in mir eben ausgelöst, die Frage, ein guter Ratgeber in unserer Zeit, um zu Lösungen zu kommen? Weil die Angst der Veränderung, das ist ja unterschwellig. Ja, also 2 Fragen.
vielleicht und dann Sie. Ja, ja, ich beginne mal mit der ersten. Also ich finde es gut, wenn das einfach so geäußert wird. Das ist viel besser, als wenn es sozusagen eben heimlich per WhatsApp untereinander verschickt wird. Das ist doch prima, wenn das irgendwo erscheint auf dem Bildschirm und alle wissen es jetzt. Von daher, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass es eben diese ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen gibt, dass es diese Positionen gibt und dann darüber streiten, was heißt das eigentlich? Also heißt es, wenn weniger weiße Männer da sind, dass die weißen Männer alle ausgegrenzt sind? Weiß ich nicht unbedingt, also nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich finde, es sind noch eine ganze Menge alter weißer Männer hier im Raum. Aber das sind natürlich Wahrnehmungsfragen. Ja. Aber davon sollte man sich nicht ins Boxhorn jagen, dass man sollte dankbar sein, dass es so geäußert wird, dann kann man sich nämlich dem auch widmen, dann kann man sich dem erst annehmen. Und das Zweite ist, nee, Angst und Furcht ist nie gut. Wir sind in Zeiten, die uns ohnehin verunsichern. Jetzt geht es eigentlich darum, tatsächlich wieder Zuversicht zu entdecken. Dieses, wir packen das und wir können uns ganz neu erfinden. Dabei geht es aber nicht nur darum, dass wir, und das habe ich jetzt ehrlich gesagt viel gehört, wir müssen mehr ausbilden, wir müssen mehr erklären, aufklären, das ist alles wunderbar, aber es geht tatsächlich um ein bisschen mehr. Sonst kommen wir immer diese Rolle, wir wissen es ja, die anderen wissen es nur noch nicht. Wenn wir denen das erstmal alles richtig erklärt haben, dann komme ich schon mit. Das stimmt aber nicht. Das wird so nicht laufen, sondern tatsächlich müssen wir auch immer in zumindest mal hinzunehmen, dass wir vielleicht auch falsch liegen können und dass wir es doch nochmal ganz anders machen müssen. Mhm. Also tatsächlich auch damit ein bisschen mehr Offenheit rangehen und ich fand Timo Gremien ungeeignet, fand ich ja ganz super, dass er gesagt, also diese Idee, dass man tatsächlich mal was hinstellt und eben sagt, okay, und so sieht das Ganze jetzt als Produkt aus oder, ne, oder so lässt es sich darstellen und darüber kann man dann nämlich prächtig streiten und auch gucken, was geht und was geht nicht und was gefällt mir, was gefällt nicht. So kommen wir eigentlich ein bisschen weiter, weil diese ganzen Hochglanz, irgendwie All Electric Society, ist ja nicht der einzige Slogan, wir haben ja jede Menge davon, die sind immer schön, aber sie sind natürlich auch hohl in gewisser Weise. Wir müssen die mit Leben füllen, damit wir eben weiterkommen. Da, also, Sie klatschen jetzt ganz ostentativ. Ich brauche gleich nochmal Stühle für Annette und Susanne. Deswegen, ich will jetzt niemanden runterschmeißen. Ich wollte nur sagen, wer das Gefühl hat, er könne gehen. Ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Ich wollte niemanden ausladen. Das ist das Problem bei der Fishbowl. Annette, ich brauche dich gleich nochmal. Ja. Bitte. Ja, mein Name ist Gunnar Kessel. Ich habe vor 15 Jahren etwa angefangen, mich in der DKE zu engagieren. Da ging es um Netzstützung dezentral, unter anderem auch durch Mini-BKWs. Und ich möchte jetzt gerade Ihre Initiative aufgreifen, hier für einen konstruktiven Streit zu sorgen. wir wissen ja alle, nur durch Reibung geht es voran. Und ich muss gestehen, also mir gefällt der Slogan All Electric Society überhaupt nicht. Weil ich halt eben, wie schon gesagt, aus dem BKWK, Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung komme und da gibt es halt eben nicht nur elektrische Energie, sondern auch Gas und es gibt auch Wärme. Und das heißt, dieser Slogan marginalisiert die anderen Bereiche der Energiewende, die auch nicht von der Hand zu weisen sind. Und deswegen finde ich den unangemessen, da ein All zu benutzen. Und ich bin natürlich gerne für eine Diskussion hier mit den Experten, man muss ja immer Experte sagen bei der DKE. Respekt stand irgendwo, ja. Die den entworfen haben, aber ich sehe das halt eben auch unschön dann im Vergleich, weil man dann marginalisiert auch andere Verbände, die sich dann halt eben für Normungsarbeit im Bereich der Wärme, im Bereich auch des Wasserstoffs, das die macht jetzt eine große Wasserstoff Normungsroadmap, da wären wir ja eigentlich gar nicht gefragt. Ne, wenn wir, das Herr Wolf, direkter Kontakt. Also es ist absolut richtig, jede Energieform muss betrachtet werden und hat auch ihren Nutzen und ihre Anwendung, um das ganz klar zu sagen. Die All Electric Society fokussiert das vielleicht ein wenig zu sehr. Den Punkt gebe ich Ihnen zu, haben Sie recht. Wichtig ist, und das wird im VDE auch gelebt, wir müssen immer, wenn es darum geht, Energie, Strom zu produzieren, alle Formen der produzierten Energie nutzen. Das heißt eben auch zum Beispiel die Wärme. Wir können uns das gar nicht anders leisten, einen thermodynamischen Prozess anzustoßen ohne Wärmenutzung, darf man heutzutage einfach nicht mehr machen. Das ist vollkommen richtig. Ganz klar. Und das Thema Wasserstoff, auch das hat der VDE schon nicht erst seit gestern erkannt, ist selbstverständlich eine elementar entscheidende Form, weil es die einzige Möglichkeit ist, elektrischen Strom in einem anderen Medium zu speichern und rückzuverwandeln, ohne CO2 zu erzeugen. Und das hat allein deshalb schon einen ganz großen Wert. Aber die Kritik ist absolut gerechtfertigt. Sie sind übrigens nicht der Erste, der das sagt, aber ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie das gesagt haben. Und wir spitzen ein wenig zu mit dieser Aussage,
Aber Sie haben recht, wir müssen vielleicht einen Begriff finden, der die gesamte energetische Betrachtung wählt, weil wir die tatsächlich brauchen und auch so agieren. Ja, nur kurz, also es geht nur um das ALL. Hab schon verstanden. Okay, aber wir hatten heute auch schon Bashing des Begriffs Technologieoffenheit, weil es hieß, der wird politisch missbraucht. Das nochmal apropos Begriffe und wie wir damit umgehen. Ja, nur als kurzer Einwurf. Sie sind wer? Roland Bent, ehemaliger Vorsitzender der DKE und langjähriger Technologievorstand. Lebenslanges Lernen. Heute hier eigentlich in einer reinen Rolle als Gast, so hatte ich mir das vorgenommen, jetzt aktuell nämlich im Ruhestand. Ich bin dankbar für den Einwand, den Sie da gerade gebracht haben und ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich musste einfach ein Wort zu sagen. Wundervoll. Weil das Thema mir wirklich enorm am Herzen liegt. Für mich steht der Begriff All Electric Society und ist alles richtig, was Sie gesagt haben, für einen sehr inklusiven Ansatz. Es heißt deshalb aus meiner Sicht All Electric Society, und so haben wir es immer definiert, dass regenerativ erzeugte Elektrizität in erster Linie mal die neue primäre Energieform wird. Und die Betonung liegt auf primäre Energieform, nicht automatisch auch die Energieform in der Endanwendung. Natürlich elektrifizieren wir alles, was zu elektrifizieren ist, weil das ist die effizienteste Verwendung dann der regenerativ erzeugten elektrischen Energie. Aber es gibt natürlich auch das Thema Wasserstoff. Nur grüner Wasserstoff ist Elektrizität, ist eine Umwandlung von Elektronen in Moleküle. Der wird elektrisch erzeugt. Ja, und das ist die Basis der Gaswirtschaft der Zukunft, wenn sie CO2-neutral sein soll. Und so gesehen sind natürlich auch Blockheizkraftwerke mit in dem Thema drin. Denn wenn wir überschüssige, regenerativ erzeugte elektrische Energie dafür nutzen, grünen Wasserstoff zu erzeugen, dann wollen wir den natürlich später auch unter Umständen wieder in elektrische Energie wandeln. Und das machen wir natürlich sinnvollerweise in Blockheizkraftwerken, weil wir dann gleichzeitig auch noch thermische Energie erzeugen. Also das passt schon zusammen. Es hat so ein bisschen eben den Haken bei diesem Begriff der All Electric Society, dass es eben diesen kleinen Aufhänger immer gibt, dass Leute sagen, aber es kann doch nicht alles elektrisch werden. Ist auch richtig. Aber wenn man sich wirklich auf den Punkt stellt, es geht erstmal um die primäre Energieerzeugung, dass wir unser gesamtes Energiesystem umstellen von fossiler Energie auf regenerative Elektrizität und dann auch dahin kommen, dass wir damit nicht nur den Klimaschutz bewerkstelligen, sondern auch die Energieversorgung der Zukunft sicherstellen. Denn es gibt nichts Unerschöpflicheres als die Kraft der Sonne, die wir in elektrische Energie umwandeln können. Und damit haben wir eben dann auch die Chance, der gesamten Weltbevölkerung die Energie zur Verfügung zu stellen, die wir heute in den entwickelten Ländern haben. Energiegerechtigkeit ist ja auch ein Riesenthema. Da steckt alles mit drin, so wie wir auch versucht haben, das Thema in der DKE jetzt zu entwickeln. Aber ich glaube, da ist noch enorm viel Kommunikation für notwendig, um das wirklich rüberzubringen. Deswegen bin ich immer dankbar für diesen Hinweis. Ja, Wasserstoff gehört dazu, Gaswirtschaft gehört dazu. Aber sie muss in Zukunft CO2-neutral sein. Und das heißt, sie basiert auf Elektrizität. Vielen herzlichen Dank. Ich will das jetzt nicht abbrechen, den Diskurs, aber ich würde trotzdem gerne ein Semikolon an der Stelle machen. Wir gehen in die letzten 3 Minuten 30. Ich habe eine Bitte noch an unser Publikum. Wenn Sie nur nett wären, noch mal Ihr Smartphone zu zücken. Das ist jetzt eher noch eine Stimmungsaufnahme. Welche Frage haben wir, vielen herzlichen Dank, heute nicht gestellt? Oder was ist zu kurz gekommen? Sie können das in Ihrem Smartphone wir machen nochmal Mentimeter auf mit dem QR-Code. Können Sie das jetzt, wir haben, glaube ich, dazu irgendeinen Reiter da oben hoffentlich, können Sie Ihr Smartphone dranhalten. Was ist zu kurz gekommen? Was fehlt Ihnen? Was muss noch, welches dicke Brett oder so muss dringend noch auf den Tisch? Wir werden das nicht mehr allumfänglich hier diskutieren können, aber es ist total wertvoll für die DKE und den VDE vielleicht auch, das mit nach Hause zu nehmen, weil morgen ist ja wieder Mittwoch. Britta, bevor du kommst, nochmal. Du bist seit heute Morgen hier, sitzt du mit uns. Und du bist ein total kritischer Geist, so habe ich dich im Vorgespräch auch erlebt. Was geht dir gegen den Zeiger? Wovor hast du Angst? Welche Buzzwords willst du nicht mehr hören? Oder wo hast du Angst, dass das ehrlich machen, dass wir uns hier versprechen, im Sinne des gegenseitigen Zuhörens, vielleicht morgen wieder nicht passiert, weil du die Institutionen so gut von innen kennst? Wo sagst du, passt auf, aus eurer, du bist was, 38? Ja, aus der Generation X-Perspektive, die du vielleicht nicht vertrittst, aber sozusagen mit deiner Brille. Für mich ist es da sehr wichtig, dass der Anspruch und die Realität zusammenpassen und dass man sich da nicht anders darstellt, als man wirklich ist. Was ich damit meine, ist, dass das, was man
claimt, was man bewirken wird. Zum Beispiel, wir sagen, wir sind gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft, der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Cybersecurity, was es da alles gibt. Der Smart Standards ist überall ein Begriff. Aber wenn denn die Institutionen, die das propagieren, gar nicht selbst intern mit diesen Technologien arbeiten, dann passt für mich die Außendarstellung nicht mit der Realität zusammen. Und das ist eben was ganz Wichtiges, was ich finde, was geändert werden muss, damit eben ein authentisches Bild entsteht. Und dieses authentische Bild führt dann auch zu mehr Attraktivität. Und das ist dann auch Employers Branding für die Fachkräfte, die ihr haben wollt, die ihr bisher vielleicht nicht kriegt, sagst du, oder bist du überzeugt? Genau. Und was ich nicht mehr hören möchte, ist das Wort, das nehmen wir mal mit. Das höre ich zu häufig. Weil was passiert? Was passiert, wenn das kommt? Also mein Bild dazu ist, wenn ich das bei uns in der Firma höre, das nehmen wir mal mit von meinem Management, dass die haben so einen Mitnahmekoffer, der hat unten ein ganz großes Loch und das fällt dann auch wieder raus, weil der wird immer schwerer, aber es wird nichts gemacht. Okay, gut. Was nehmen Sie mit, frage ich jetzt nicht. Darf ich noch was sagen? Ja, Sie also, sicher. Mein Name ist Uwe Ründenklau. Ich möchte auch noch mal eine steile These aufstellen und zu der Streitkultur was sagen. Und zwar Richtung DKE und den Gremien, weil aus Firmensicht oder Industriesicht ist es so, dass eigentlich nicht die Mehrheit dieser Normen aus diesen Gremien kommen, sondern aus den Industrieverbänden, also die nicht so organisiert sind, und dort geht es schneller. Und dort gibt es auch Business Cases, weil die Firmen schauen natürlich, wie vorhin schon gesagt wurde, ist da ein Geschäftsmodell dahinter und wie schnell können wir das umsetzen. Und das ist hier einfach zu langsam. Das ist einfach viel zu langsam. Und da muss man überlegen, gut, hier wird es basiert auf Konsensus. Bei den Industriegremien gibt es dann andere Entscheidungen, andere Methoden. Also man sollte überlegen, ob man die Methoden auch hier ändert. Ach, das heißt, These. Sie wollen die Einmütigkeit kippen? Ja. Okay, das würde ein weiteres Panel erfordern. Das überfordert mich jetzt. Entschuldigung, das ist letztlich jetzt der Schlussbeitrag. Wir sind just an der Punktlandung, bevor wir noch wissen wollen, welche Fragen wir nicht beantwortet haben. Britta, quasi dein Schlusswort. Ohne Stress. Das ist fast nicht mehr zu toppen, was gerade eben kam. Also ich kann als Schlusswort nur noch sagen, also die Dringlichkeit kann man nicht oft genug sagen. Deswegen danke für den Beitrag zu den Formaten, würde ich voll unterschreiben. Also wir müssen als VDE Formate finden oder auch anders entwickeln, wo man Dinge schneller machen kann, also schneller zu Entscheidungen kommen. Die Umwelt ist gerade extrem dynamisch, extrem multidimensional. Das heißt, in agilen Formaten sollten dann auch solche Dinge entwickelt und erarbeitet werden. Das andere Wort, was mir wirklich noch nicht oft genug genannt wurde heute, ist, dass das Ziel dieser ganzen Aktivitäten ist, CO2 zu reduzieren. Punkt. Und das Thema Nachhaltigkeit und die Materialien, die wir dafür brauchen, so viel neue Solarenergien so aufzubauen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, CO2 reduzieren, auch messbar schauen, dass es auch wirklich dazu beiträgt, CO2 zu reduzieren. Das würde ich auch noch gerne öfter hören in dieser Runde. Vielen herzlichen Dank. Ich sage jetzt nur noch zwei Zitate. Der Herr, der hier schreibt, war heute sehr aktiv. Vielen herzlichen Dank für die Agilität im Chatten. Vielleicht deswegen besser, zurück zum Begriff All Energy Society. Gas, Wärme, Elektrik sind alles eine Form von Energie. Wenn man das physikalisch berücksichtigt, passt der Slogan. Und jetzt gucken wir uns einmal noch gemeinsam an, welche Fragen wir alle nicht beantwortet haben. Ich dekliniere das nicht groß durch. Was war der Key Takeaway aus der Veranstaltung? Ja, das fragen wir jetzt gleich die KI, weil die kommt jetzt als nächstes. Wie machen wir weiter? Warum schafft die DKE den Sprung in Richtung Zukunft? Das DIN aber nicht. Das Wort haben wir heute noch nicht so richtig in den Mund genommen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ein einziges Mal, glaube ich. Internationale Vernetzung. Also, das saven wir. Da geht es wahrscheinlich runter. Wir lassen das vielleicht. Das sind 33 Answers. Vielen herzlichen Dank für so viel Input. Das ist eher Hausaufgabe, würde ich jetzt sagen. Vielen tausend Dank. Ich finde, Sie applaudieren sich jetzt selbst. Ich finde es total toll, dass Sie das so genutzt haben. Das habe ich noch nie erlebt. Krass. Krass. Vielen herzlichen Dank. Super. Vielen Dank für Ihre Teilgabe. Vielen herzlichen Dank für so viel Teilgabe. Also, ich würde mal sagen, die ganze Riskanz der heutigen Formate ist ziemlich aufgegangen. Super.